Box dich frei. Mit siegessicherem Lächeln tänzelt Girafat in die Mitte des Rings. Sein Monkon wackelt nicht, als er den rituellen Tanz aufführt. Kniend wippt er auf und ab. Als die Musik energischer wird, stampft er auf die Bretter und hält seinem Gegner die Boxhandschuhe unter die Nase. Der kommt aus Frankreich und ist einen Kopf größer als Girafat. Sein Rücken verdeutlicht, wo der Trapezmuskel endet und der Latissimus beginnt. An seinen Oberarmen formen Bi und Trizeps Hügellandschaften, selbst wenn er sie entspannt. Atmet er ein, kann man seine Rippen zählen. Ich tippe trotzdem darauf, dass Girafat diesen Kampf gewinnen wird. Zur Not werde ich ein wenig nachhelfen. Als ein buddhistischer Mönch Girafats Monkon weihte, war ich dabei. Girafat platzte schier vor Stolz, als sein Trainer ihm kurz darauf das gesegnete Stirnband aufsetzte. Er trainiere härter als die meisten, behauptete sein Trainer, und werde den Boxstall von nun an ehrenvoll repräsentieren. Da war Girafat gerade mal 12. Dreimal durfte ich danach gegen ihn antreten. Jedes Mal habe ich den Kampf verloren. Girafat umtänzelte mich beinahe sanft. Er lullte mich ein mit seinen Bewegungen. Seine Schläge kamen völlig ansatzlos und trafen immer präzise. Bei unserem ersten Aufeinandertreffen konnte ich mich noch in den Clinch retten. Doch keiner meiner Ellbogen kam auch nur in die Nähe seines Gesichts. Beim zweiten Mal traf mich sein rechter Haken mit dem Druck eines Vorschlaghammers auf die Schläfe. Ich blickte Girafat erstaunt an, ehe ich zu Boden sank. Er hatte den Arm ebenso schnell zurückgezogen, wie er ihn hatte vorschnellen lassen. Unser dritter Kampf sollte eigentlich die Krönung meines 20. Geburtstags sein. Als das Los entschied, dass Girafat mein Gegner werden sollte, schwante mir, dass die Krönungszeremonie anders verlaufen könnte, als ich sie mir ausmalte. Er hatte an seinen Kicks gearbeitet. Sein Schienbein war hart wie Stein geworden. Schon in der zweiten Runde krachte es dreimal gegen meine Rippen. Nach dem dritten Mal wendete ich mich ab und ging zurück in meine Ecke. Wenig später habe ich das Kämpfen an den Nagel gehängt und bin Schiedsrichter geworden. Seither verdiene ich etwas weniger als ein guter Boxer. Dafür bleiben mir die golfballgroßen blauen Flecken auf den Schienbeinen und die gelegentlichen Gehirnerschütterungen erspart. Als ich von den Gefängniskämpfen gehört habe, dachte ich zunächst, es handele sich um einen Witz. Andererseits lassen wir Jahr für Jahr Zehntausende Gefangene am Geburtstag unseres Königs frei. Warum also nicht die Haftstrafen verkürzen, wenn ein armer Teufel mehrere Kämpfe gewinnt? Unsere Haftanstalten sind ohnehin überfüllt. Und im besten Fall sorgt das Training dafür, dass aus einem Verbrecher ein disziplinierterer Mensch wird, der sich selbst unter Kontrolle hält. Unsere Prioritäten stehen jedenfalls fest. Die Kämpfer sind zwar Mörder, Vergewaltiger und Drogendealer, doch sie können noch immer beweisen, dass das freie Boxen zu unserem Land gehört, wie der Königspalast in der Hauptstadt und die Strände rund um Koh Samui, indem sie ein paar ausländische Langnasen verprügeln. Der Rest ist Willkür, und die ist innerhalb der Gefängnismauern noch ausgeprägter als draußen. Ich mache mir keine Illusionen. Natürlich kenne ich die Kampfregeln und achte die Tradition, das tun wir alle. Zudem habe ich ein gutes Auge und zögere nie, mich zwischen zwei Kämpfer zu werfen. Vor allem jedoch bin ich fähig, im entscheidenden Moment etwas zu übersehen und die subtilen Zeichen der Ringrichter
alles Landsleute richtig zu deuten. Die wenigsten Kämpfe werden eindeutig entschieden. Dafür sind die Boxer zu gut. Ein Farang kann einen von uns eigentlich nur durch ein technisches K.O. besiegen. Ansonsten ist für ihn bestenfalls ein Unentschieden drin. Es soll vorkommen, dass ein Ausländer den errungenen Gürtel bezahlen muss und dafür eine Summe berappt, die dem Preisgeld entspricht. So erbost sind wir über seinen Sieg. Chidafat hat derlei Tricks nicht nötig. Mit 7 hat er angefangen zu trainieren, über 100 Mal stand er seither im Ring. Ich weiß nicht, was er angestellt hat, will es nicht wissen. Doch seit er einsetzt, sind seine Schläge und Kicks noch schneller geworden. Schwülheiß ist es im Gefängnishof. Die Wolken drohen mit Regen innerhalb der nächsten Stunde. Das kommt Chidafat zugute. Er wird der langen Nase bald zeigen, wo es lang geht. Ich hebe die Hand und verkünde, was wir alle wissen. Keine Kopfstöße, keine Schläge oder Tritte auf den Hinterkopf oder in den Unterleib, kein Nachtreten, wenn der Gegner auf dem Boden liegt. Ansonsten ist in den kommenden 3x2 Minuten praktisch alles erlaubt. Bevor ich den Arm senke, schaue ich mich um. Dicht an dicht sitzen die Gefangenen um den Ring. Die meisten zeigen kunstvoll tätowierte Oberkörper. Freudige Erwartung, beinahe schon Euphorie, mischt sich in die angespannte Stille. Natürlich haben sie auf Chidafat gewettet. Nur eben keine Bart, sondern Zigaretten. Ich bin mir meiner Verantwortung bewusst. Fast ein wenig pathetisch senke ich den Arm. Chidafat kann es sich leisten, abzuwarten. Auf und nieder wippt sein Knie, auf und nieder, als wolle er seinen Gegner damit beschwören. Der kämpft wie die meisten Besucher, walzt auf seinen Gegner zu, boxt viel und vergisst darüber die Beine. 5-mal lässt Chidafat ihn ins Leere laufen. Das ist seine Art, den Gegner zu studieren. Schon rinnen erste Schweißtropfen ins Auge des Franzosen. Zu schön ist sein Gesicht für einen Kämpfer, zu ebenmäßig. Der denkt beim Boxen daran, wie ihm anschließend die Frauen zu Füßen liegen werden. Hat vermutlich ein paar Wochen Urlaub gebucht und fährt nachher noch rüber zum Wat Phra Kao oder erholt sich im Lumphini-Park von den Strapazen. Chidafat und seine Mithäftlinge werden dagegen gleich nach den Kämpfen zurück in die Zellen gesteckt, die für ein Drittel von ihnen angelegt worden sind. Sie sind aufgewachsen in den Eingeweiden unserer Hauptstadt und würden alles tun, um von dort wegzukommen. Zum Beispiel 1 Stunde laufen, 1/2 Stunde Seilspringen, 400 Sit-Ups und 200 Liegestütze täglich zwischen den Intervall-Boxeinheiten. Da. Ein Kick von Chidafat zum Kopf seines Gegners. Der kann gerade noch die Boxhandschuhe hochnehmen. Der Franzose taumelt, doch als Chidafat nachlegen will, rettet der Gong den Gast. Schwer atmend geht er in seine Ecke. Für Chidafat ist dieser Tag dagegen kaum anders als die anderen. Er lächelt mir zu. Erinnert er sich daran, wie er früher gegen mich gekämpft hat? Ich weiß nicht, ob es einen Menschen in unserem Land gibt, der nicht mit unserer Form des freien Boxens in Berührung gekommen ist. Seit Jahrhunderten werden unsere Soldaten darin unterrichtet, ihre Gegner auch ohne Waffen besiegen zu können. Nach dem Zweiten Weltkrieg führten wir die Kampfesregeln ein. Damals dauerte eine Runde so lange, bis eine löchrige Kokosnussschale vollständig in einem Wasserfass versank. Im ganzen Land bauten wir Trainingshallen und sogar Stadien, in denen wir unsere Kampfkunst aufführten.
Mittlerweile ist unsere Sportart olympisch anerkannt. Die Pause hat dem Franzosen nicht gereicht. Er agiert zurückhaltender als in der ersten Runde. Beinahe kann ich hören, wie seine Leber versucht, sich klein zu machen. Wie seine Nieren sich tiefer im Körper verkriechen wollen, falls die Schutzschicht aus Muskeln Girafats Schlägen und Tritten nicht standhält. Die prasseln jetzt erbarmungslos auf den Franzosen ein. Das Geschrei der Gefangenen, das Keuchen der Kämpfer und die gelegentlichen Tipps der Trainer sind längst zu einem Soundbrei geworden. Die Musik schwingt sich hinauf in ungeahnte Höhen. Girafat landet einen Kick gegen die Rippen seines Gegners. Deutlich höre ich den dumpfen Schlag und sehe, wie sich die Haut des Franzosen rund um die Aufprallzone dunkel färbt. Dann ist es Girafat, der den Clinch sucht. Es gelingt ihm, den Kopf seines Gegners ein Stück weit herunterzuziehen. Schon will er den entscheidenden Kniestoß anbringen. Die Menge gerät außer Rand und Band. Gar nicht ungefährlich, 200 Gefangene einer solchen Stimmung auszusetzen, denke ich. Jetzt reißt Girafat das linke Knie nach oben und verfehlt den Kopf des Franzosen um Haaresbreite. Die ausländischen Kämpfer begehen immer dieselben Fehler. Sie vergleichen Muskelmassen und Reichweiten und verstehen nicht, dass es auf Schnelligkeit und Erfahrung ankommt. Und darauf, mutig zu sein bis kurz vor die Selbstaufgabe. Wir sehen uns in den Spuren von Nai Kanom Tom, der im Jahr 1767 beim Angriff der Burmesen gefangen genommen wurde. Der burmesische König stellte ihm die Freiheit in Aussicht, sollte es ihm gelingen, seine besten Krieger im Zweikampf zu besiegen. Als Nai Kanom Tom den Ring betrat, vollführte er den rituellen Kampftanz. Anschließend besiegte er 10 Gegner durch eine Kombination aus schnellen Schlägen, harten Tritten und dem Einsatz seiner Ellbogen. Er kehrte als Held in unser Land zurück und wurde der Vater unseres Boxsports. Wir ehren ihn jedes Jahr am 17. März. Der Franzose setzt jetzt an zu einem rechten Haken. Ich spüre, wie er die ganze Kraft in den Schlag legt. Würde er seinen Gegner treffen, läge dieser am Boden, wie durchtrainiert er auch sein mag. Doch Girafat schaltet sofort. Er lässt die Faust des Franzosen so nah an seinem Gesicht vorbeirauschen, dass er die Berührung an den Härchen seiner linken Backe spüren muss. Dazu gehört eine große Portion Mut. Noch ehe die Bewegung des Franzosen vollendet ist, platziert Girafat eine gerade Rechte über dem Auge seines Gegners. Ich sehe, wie der Vorwärtsdrang des Franzosen abrupt abgebremst wird. Sein Kopf wird von der Erschütterung in den Nacken gedrückt. Blut rennt ins Auge. Ehe ich auch nur in die Nähe der beiden Kämpfer gelangen kann, nutzt Girafat die Lücke und rammt seinem Gegner das Knie in den Bauch. Der klappt daraufhin zusammen und geht zu Boden. Jetzt werfe ich mich vor Girafat, dann zähle ich den Franzosen an. Er lässt mich bis 8 kommen, dann erhebt er sich mühsam und zeigt mir seine Deckung. Energisch nickt er mir zu, droht Girafat mit den Fäusten. Dann schickt uns der Gong in die Pause. Werde ich mich an diesen Kampf und an die folgenden erinnern, wenn ich nach Hause fahre? Mit Sicherheit. Vermutlich werde ich an Girafats zerstörerisches Knie denken. An Faustschläge, die kaum mehr zu sein scheinen als ein Zucken und Wunden erzeugen, die man noch Tage später sieht. An Wetteinsätze auch, an das Gröhlen und Johlen hunderter Gefangener und den süßlichen Geruch des Schweißes.
worin die meisten Ausländer kaum mehr sehen als eine sinnlose Rauferei zur Belustigung des Publikums, ist für uns eine Kunstform. Je mehr man darüber weiß, je tiefer man hineingezogen wird in diesen Sport, desto faszinierter ist man. Das freie Boxen hat mich gepackt. Es lässt mich nicht mehr los. Ich werde durch unsere glitzernde, problembeladene Hauptstadt fahren, durch die abgasgeschwängerte Luft. Äußerlich ein Jedermann, im Inneren ein Kämpfer. Jahrhundertelang bewegten wir uns in unserem Fischerdorf im Pflaumenhain auf Kanälen fort, den Klongs. Die erste gepflasterte Straße bauten wir erst im Jahr 1863. Sie ersetzte damals einen Elefantentrampelpfad. Vielleicht haben wir die Sache danach etwas übertrieben. Wir ließen Boulevards, Fernstraßen und Stadtautobahnen wuchern. Im Zuge des Wirtschaftsbooms in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts schossen Hochhäuser gen Himmel, die den Wind kappen und den Smog über den Straßen halten. Heute verfügen wir über ein überschaubares Metrosystem inklusive unseres Skytrain, vor allem aber über eines der größten Busnetze der Welt. Der Geruch nach Abgasen steht über dem Innenhof des Gefängnisses, in dem sich Jidafat auf seinen Sieg vorbereitet. Er blickt hinüber zum Direktor. 4 bis 5 Jahre weniger sind für Jidafat drin, wenn er nach dem Kampf bescheiden auftritt. Als der Gong die dritte Runde einleitet, ist Jidafat schon bei seinem Gegner. Er treibt den Franzosen in eine Ecke und bedeckt ihn mit Angriffen. Seine Variation ist unglaublich, er tänzelt nicht mehr. Die Fäuste, Knie, Ellbogen und Schienbeine wirbeln so schnell, dass ich einzelne Schläge kaum erkennen kann, obwohl ich direkt neben ihm stehe. Dabei bleibt Jidafat hochkonzentriert. Ein paar der Gefangenen sind aufgesprungen, obwohl sie das nicht dürfen. Sie feuern den Mann an, auf den sie gewettet haben. Beinahe schade, wenn Jidafat früher aus dem Gefängnis darf, kommt mir in den Sinn. Nicht etwa, weil er vermutlich ein verurteilter Mörder ist, sondern weil er so gut kämpfen kann. Ich erschrecke selbst über meinen Gedanken und sehe darum nur aus dem Augenwinkel, dass der Franzose zu Boden geht. War es ein Faustschlag oder ein Kick? Ein Ellbogen von Jidafat gewesen, der das angerichtet hat? Ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen. Dafür bin ich jetzt wieder präsent. Ich hechte mich in Jidafats Schläge hinein, bedeute ihm aufzuhören und beginne den Franzosen anzuzählen. Dieses Mal komme ich bis zum Ende. Erneut etwas zu pathetisch hebe ich Jidafats Arm in die Höhe. Vielleicht wird es ja wirklich gelingen. Unter Umständen werden die vielen Siege Jidafat nicht zu Kopf steigen. Er mag irgendwann in seinem Leben ein Türchen finden, das ihn hinausbringt aus der ständigen Konfrontation. Vielleicht eröffnet er eine Boxschule und wird ein respektierter Trainer. Ich ertappe mich dabei, dass ich ihm das wünsche, obwohl er nach unseren Gesetzen die Giftspritze bekommen müsste. Morgen wird sich die Sonne wieder in den Porzellanstücken der Pagode im Tempel der Morgenröte spiegeln. Die Khao San wird gesäumt sein von Backpackern und Straßenhändlern. Tausenden Besuchern werden wir das glitzernde Haupt unserer Metropole präsentieren. An ihren Rändern und in ihren Gefängnissen aber werden arme Teufel wie Jidafat weiterhin um ein besseres Leben kämpfen. Wo ich bin, fragen Sie? Ich verrate es Ihnen. Unsere Hauptstadt, deren schönes Antlitz so oft von Smog umhüllt wird und deren Eingeweide süßlich nach Kampf und Schweiß duften,
trägt den längsten Städtenamen der Welt.